So. Speichere gerade mal ab und wir gehen in die nächste. Immer tiefer drang Abe in Rapture Farms ein, doch vor kurzem noch schrubbte. Ich konnte es nicht mehr lesen können. Die können wir, glaube ich, alle schon mitnehmen. Ja. Ich glaube, das gab es auch am Anfang. Da können wir unser Händchen drauflegen. Und da sehen wir, ja, wie das hier so aufgebaut ist. Man kann hier auch auswählen, was man sehen möchte. Wir haben halt hier das ist Gesamt-Rapture Farms, inklusive den Zulags, wo wir noch nicht hinkommen. Denn wir können nur in Zulag 1 uns bewegen. Zulag 2, 3 und 4 kommen wir erst viel später hin. Erst gegen Ende des Spiels. Und hier haben wir halt Zulag 1 und da sieht man sogar die Geheimgänge. Wenn man jetzt mal genau... Kann ich hier rum? Nee, kann ich nicht. Wenn man... Also man sieht ja das Dreieck, was da am linken ist. Das ist da, wo ich jetzt gerade bin, genau. Wenn man da drüber in diesem Kästchen guckt, da sieht man dann, dass da so ein kleines gestricheltes Dingsbums am Boden ist. Und das stellt halt diese Falltür dar. Und das sieht man auch überall da, ja, wo die ganzen anderen sind. Und ich glaube, hier sind sonst keine. Doch. Sieht man das eine? Doch, das sieht man auch. Okay. Ja gut. Eins haben wir, glaube ich, noch. Irgendwie ist der Kontrast hier ziemlich hoch bei mir im Fernseher eingestellt. Naja. Okay, wir haben noch zwei. wie mache ich das denn? Habe ich noch? Hübschen habe ich noch. Nee, das war scheiße. Das war gut. Und ich wurde voll zurückgeschleudert von dem Dings. Aber wir haben niemanden getötet. Also ich werde mir jetzt ihn hier krallen. Und mir erstmal hier die Umgebung ein bisschen angucken. Okay, den können wir aber auch schon platt machen. Wenn er hier rüberkommen würde. Ja. Hinten ist noch einer am Pennen. Aber wir grillen den hier mal. Da haben wir auch noch eine andere Todesanimation. Okay, dann machen wir uns mal ab hier runter. Also es ist nicht in jeder Falltür. Ach scheiße, ich habe keine Bömmchen mehr. Da muss ich mir erst welche holen. Es ist nicht in jedem... In jeder Falltür ein Geheimnis. In diesem Rauch können uns die Slicks nicht sehen, aber sie können uns hören, wenn wir normal gehen. Okay, das ist hier gut. Oh, jetzt weiß ich nicht, wenn ich hier einen normalen Sprung mache, ob der sich da hinten festhält oder ob der einfach nur runterfällt. Okay, der hat niemanden getötet, das ist sehr nett. Das wäre... fuck. In der PlayStation 3-Fassung nicht so passiert. Nämlich genau so wäre es passiert. Okay, dann versuche ich einfach hier mit Schmackes drüber... Okay. Speichern. So. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich glaube, das Beste ist, leg du dich da unten mal wieder pennen, bitte. So. Ich glaube, ich schmeiß die hier irgendwie so darüber. Ja, wenn er da liegen würde, dann wäre supi. Leg dich mal wieder hin. Wunderbar. Äh.
Ja. So war das. Fuck. Ja, ne? Mache ich das denn hier am besten jetzt? Oder ich schmeiß die nach unten, das wäre natürlich besser. Jo. Stirb! Oh, ich bin auch gestorben. Ich bin zurückgeflogen von der Wucht des Aufpralls, also nicht Aufpralls, sondern von der Wucht der Mine. Ich glaube, das haben alle überlebt. Dann hole ich mir noch ein paar Minenchen. Bämmchen. Aber ich muss hier oben das noch wegmachen. Aber das mache ich, glaube ich, wenn ich die alle nach rechts gebracht habe. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass die mir hier wegsterben. Mist. Habe ich mir schon welche geholt? Ach, der steht noch da. Ach, ficken. Steht immer noch da unten. Stirb doch mal weg. Willst du mich verarschen? Dankeschön. So. Everybody. Was war das denn nochmal? Das ist everybody. So, kommt mal hier hin, alle. Ja, jetzt sieht man auch, dass sie sich hintereinander aufreihen. Ist halt ein bisschen doof, ne? Wartet mal. Habe ich noch welche? Ja. Speichere ich nochmal ab. Ja, doch. Super. Und wir können jetzt chanten. Unser Türchen bleibt offen. Kann man jetzt noch hier alle Zeit der Welt lassen. So. Dann wäre dieses Geheimnis auch fertig. Die beiden hier unten lasse ich hier erstmal sitzen. Oh Gott. Weil wir müssen hier erst noch bereinigen. So. Hier sieht man zum Beispiel, dass hier böse ist, aber das heißt eigentlich nichts. Aber man kann das ganz gut mit dem Stick, glaube ich, auch testen. Nee, kann man nicht testen. Na gut. Das konnte man im Originalteil konnte man das testen. Weil entweder ist man mit dem Stick dann runtergefallen oder man hat gehört, dass der aufkommt, glaube ich. Oder man hat ihn dann nur runterfallen. Ach, egal. Zu viele Vergleiche mit dem Originalteil. So, weiter geht's. Und next Abschnitt. Der Gestank brennenden Fleisches in seiner Nase drang. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, den hier hinten können wir einfach. Ach, guck mal hier, da sind die beiden Mädchen, die ich gerade meinte. Also am Anfang meinte. Da sieht man sie gerade im Hintergrund schon lang schweben. Ja, und den können wir einfach. Weil die können nach vorne schießen. Und deswegen ist es ein bisschen. So, jetzt müssen wir hier gucken. Hier im Dunkeln. Verstecken sich gerne Mudaken, aber hier hinten ist noch ein Snack. Und vielleicht mal abspeichern. Müsste irgendwo einer rumlaufen. Da kommt er. Um den jetzt so holen, müssen wir nach oben. Was jetzt auch nicht so schwierig ist. Und den holen wir uns jetzt. Das Schöne hier ist auch, dass die nicht aus dem Bild rennen, sondern die bleiben halt immer in dem Bildausschnitt drin, den wir gerade uns angucken. Den können wir hier auch dünnen. Sieht man gleich die beiden Minchen nochmal im Hintergrund? Da schwebt eins lang. Das andere weiß ich nicht. So. Dann holen wir unseren Kollegen.
Ja, jetzt hat man da gesehen, da war noch einer in dem Nebel drin. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Da war, glaube ich, auch noch irgendwo einer. Nee. Okay, dann haben wir nur die drei hier. Und wir hier den hier auch noch. Gleich kommt ein super tolles Gerät. Dieses nämlich. Aber du kommst erstmal mit. Komm, mach mal die Dinger hier neu hin. So. Die liebe ich ja wie sonst was, weil ich krieg das nie hin, die beim ersten Versuch direkt hinzukriegen. Wir müssen die hier deaktivieren, denn sonst kriegen wir die beiden anderen Mudakens nicht hier durch. Die können ja nicht springen. Und ganz easy gesagt, wir müssen einfach nur auf Quadrat drücken, wenn das Licht grün ist. Aber irgendwie kriege ich das Timing nie hin. Das war im Originalteil einfacher, weil du hast Quadrat gedrückt und dann hat er direkt drauf gedrückt. Und hier hat er quasi noch den Weg, den er dahin machen muss mit seinem Arm. Und dann verzögert sich das ein bisschen. So. Jetzt muss ich hier mal gucken. Und das ist dann... Also es hat einen gewissen Rhythmus. Okay. Haben wir geschafft. Wow. Ihr kommt nochmal mit. Und euch retten wir jetzt auch noch. Ich wollte eigentlich... Kurz. Muss ich auch noch überlegen, wenn ich hier speichern will. Was denn mit dir... Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie war das nicht richtig, was da passiert ist. So. Das hier ist auch tot. Was ist das denn da für ein Fleisch? Was fährt denn da? Ich kann das jetzt nicht identifizieren, was das für ein Fleisch ist, aber irgendwie erinnert mich das sehr, leider sehr an Elum, weil es so groß ist. Aber na gut. Ist der jetzt aus? Ja, das ist aus. Das ist schön. Hier haben wir einen Slick. Den brauchen wir jetzt gleich, glaube ich. Deswegen hole ich mir den. Wenn übrigens andere Slicks sehen, wie der eine Slick hier übernommen wird, dann erschießen die den direkt. Finde ich ganz cool. Ah, hier kommen wir nicht weiter, okay. Ab in die Fleischzerfleischer. Die Fleischzerfleischer. So. Hier war sonst nichts, genau. Dann können wir hier ihmchen hier reden. Thanks, dude. So. Speichern. Ist jetzt echt nicht so schwer. Doch. Was haben wir hier? 57 haben wir schon gerettet. Ich glaube, es gibt 72 hier in Rapture Farms. Hier nach unten. Also das hier ist auch ein Aufzug. Sieht man vielleicht nicht direkt auf dem ersten Moment. Aber wir müssen hier noch weiter nach rechts. So. Ich glaube, ich hole euch gleich erst. Hier ist auch immer irgendwie ganz viel Leben. Irgendwie, man sieht hinten immer irgendwie was... Oh. Ah, da sieht man der eine Mudaken. Dass der sich direkt dran macht, unser Blut wegzumachen. So, man hätte auch hier einfach ein Ding ziehen können. Wird nämlich die eine langsamer und die andere schneller. So, jetzt weiß ich, hier hinten ist ein Slick. Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn wir ihn jetzt hier ein bisschen nach hinten holen, damit er nicht über den Haufen geschossen wird. Wie die Mine. Die kann man natürlich auch wieder reaktivieren. Ganz cool. Und ich glaube, Mr. Slick wird dann hier reinlaufen. Oder wir werden erschossen und unsere Leiche fliegt in die Mine rein. Natürlich auch, ja. Ich hätte, obwohl so ist es, glaube ich, besser. So, ja, das geht. So. Kommst du hier hin? Ja, es hat funktioniert. Wunderschön. Die sind halt ein bisschen doof, ne? Man hätte jetzt auch noch, man hätte die gar nicht machen müssen. Also hier hat man echt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Denn man kann ja auch einfach so ein Fleischstück auf den fallen lassen. Ja, okay. Oh, dieses Geräusch.
Dieses Geräusch von diesem Zulaktor, ne? Ey. Boah, das ist so geil. Aber jetzt hole ich erstmal unsere anderen Freunde, die noch hier vorne waren. Bäh.